Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, in der letzten Folge, da waren wir ja in diesem Einkaufszentrum oder Einkaufsladen oder Tante-Emma-Laden oder wie man es auch nennen will. Da haben ein paar Kartons gebrannt. Sah von außen nicht danach aus, dass da was brennt. Aber unser Kamerad Hermann Hermansen hat das dann doch entdeckt und dachte sich, er zerstört mal die ganzen Kartons da drin. Ja gut, wollen wir mal schauen, was dieser Tag so bringt. Vielleicht ein bisschen was Aufregenderes. Oh, wir müssen erstmal hier Einsatz über Funk. Einsatzbereit auf Wache. Zack. Jetzt kommen wir ran mit den Einsätzen hier. Ah, vielen Dank. Schon wieder. Ach nö. Ich denke mal, diesmal nehmen wir hier Fahrzeug, Schlachtturmführer. Ich hoffe nicht, dass das dasselbe ist schon wieder. Achtung, Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW. LF. Wieso setze ich mich immer hin? DLK 23. Runter da. TLF. Schnell, schnell, schnell. RTW 1. Erstmal hinsetzen. Das ist immer das Wichtigste. Was für ein Auto habe ich denn? Das hier oder was? Bin ich der Fahrer? Nö. Da? Wahrscheinlich. So, das richtige Fahrzeug. Hallo, braucht noch jemand einen Fahrer? Ja, hier wahrscheinlich. Na, dann mal los. Ist doch nicht der Fahrer. Egal. Kann ja mal nebenan sitzen. Mal gucken, wie du fährst hier. Ach, das ist Hermann Hermansen. Hau mal rein da. Und die Leute, was schön. Rettungsgasse, so wie sich das gehört. Schön macht ihr das. Vorbildlich. Kann man sich mal eine Scheibe abschneiden? Mensch, das geht ja fast schnell. Ist auf jeden Fall nicht an derselben Stelle wie in der letzten Folge. Oder was? Doch. Nee. Ah ja. Irgendeine Lagerhalle wahrscheinlich. Können wir mal anmelden. Dass wir jetzt da sind. Müssen wir noch auf die anderen warten natürlich. Wie immer. Aber man kann es schon hören. Da piept irgendwas. So. Los geht's. Rabatt. Aussteigen. Abwarten, was sie sagen. Gehen wir erstmal gucken. Ja, Erwin geht mal kurz gucken, was da los ist. Der darf da reingehen. Ich darf nicht. Der wäre ich jetzt aber gerne. Da. So, mal gucken. Ach, da hier so ein Pieper. Schön. Fehlalarm. Mit dem mal runterhauen oder was? So, danke. Ja, hier, Kollegas. War nix. War nix. Kann mal wieder abhauen. Hey, wir haben das gleiche Lager wieder angeladen. War nix, Leute. Könnt ihr da alle... Ich setz mich mal hin. Wieso drücke ich immer auf diese Taste? Ja. So, das Ding mal wieder verstauen hier.
Rein da, Matt. Danke. Tor zu. Ich das hier auch wieder. So, ablegen hier. Geht zur Fahrzeugtür. Tü. Wer bin ich denn? Achso, ich muss hier rein. Nee. Doch. So. Abfahrt. Na, no, wie fandest du das? Ja. War mal ganz nett, ne? Ja, ja. Och, nö. Ja, das war ja ein langweiliger Einsatz. Können wir mal einsatzbereitig auf Funk machen. So, wir warten mal auf. Fahre mit nach Feuerwache. Ich fahr mit. Jo. Dann schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. So, zurück auf Wache. Das war ja mal nix. Boah, kann da noch langsam mal einparken? Jo, lass dir Zeit. Jo, das war mal nix. Da war ja mal überhaupt nichts zu tun. Bis auf den Brandmelder runterschlagen. Ja, und derzeit können wir ja mal ein bisschen hier rumluschern. So, da haben wir unseren nächsten Einsatz. LKW-Brand auf der Autobahn. Da würde ich sagen, nehmen wir mal Löschgruppenfahrzeug, Maschinist. Starten wir mal damit. Erstmal hinsetzen. Achtung, das ist immer das Wichtigste. Das wollte ich erstmal hinsetzen und zeigen. Ich bin bereit. Autobahn. Einsatz für ELW LF 24 TLF 1 RTW 1. So, rein da. Motor an, Blaulicht an. Ablendlicht an, Kabinenbeleuchtung, Blaulicht, alles anschmeißen. Können wir schon mal rausfahren. So, dann ballern wir da mal schnell hin. Gar nichts auf der Map. Ja, ich würde sagen, wir fahren da mal ganz schnell hin. Und schauen mal, was da genau brennt. LKW auf der Autobahn. So, am Einsatzort angekommen. Ja, kann man deutlich sehen, dass da brennt. Da brennt ein kleiner Lastwagen. Ich denke, wir halten mal hier an. Also mal nach vorne fahren. Aber machen wir mal. Wenn es uns nicht so kalt, können wir hier mal hinfahren. So, nochmal auf den Rest warten. Wie immer. Kann ich schon mal anfangen? Doch. So, hier nochmal. Zack. Nö, nee, ich sollte mal ins Auto. So, nach jahrelangem Warten sind wir angekommen. Dann legen wir mal los. Alles aussteigen. Schnell das hier Dingen wegräumen. Gib mir das Teil. Hauen wir das einmal zur Seite hier. Leuchte den Einsatz auch aus. Oh. Hey. Ausfahren.
ist ja auch stockduster jetzt. So, was soll ich jetzt machen? Den Schlauch nehmen. Zack. Ablegen. Benutze B-Schlauch. B-Schlauch. B-Rollen. Soll ich wieder ausleuchten? Oh Leute, geht das nicht ein bisschen schneller hier? Das sieht aber mal gut aus. Geht halt echt nur ein bisschen langsam. Kann man wechseln hier. Angriffstrupp. Zack. Lösche Feuer. Das machen wir. Mit Schaum. Jo, ab geht's. Meine Heine. Das fackelt aber auch nicht. Muss ich mal näher rangehen oder? Das startet schon ordentlich. Ah, oh, da passiert schon ein bisschen was. Das ist ja Kohlraum schwarz. Das Ding. Motorraum irgendwas. So, hier noch ein bisschen. Super. So, aber auf den Boden legen. Zack. Abkoppeln. Korb damit oder was? So viel Fahrzeug kommt das Ding. Ach da. Hey. Pack ich denn das Ding da rein? Wieder reinpacken da. Zack. Oh Leute. Jo, das Ding hat ja echt ein bisschen gefackelt. Das wird doch schon dunkel. Mann, das sieht gut aus. Müssen wir nur mal unser Fahrzeug finden. Ist das ja unser? Ne, da sitzen schon zwei. Ja. Dann war das doch unser richtiges Fahrzeug. So. Sagen. Einsatzbereit über Funk. Und das war es leider auch schon wieder für diese Folge. Aufregender LKW-Brand mit langer Wartezeit auf die anderen. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge zu Notruf 112, der Feuerwehrsimulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.